Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Prime 2 Echoes mit Chibi Let's Play. Wieder an dieser Stelle, nachdem wir ja zuletzt die Powerbomben hier vom Untertempel geborgen hatten und mit denen ich mich jetzt hier zu diesem Durchgang durchbomben möchte. So etwa auf 3 Uhr etwa von mir gesehen. Okay. Dann schauen wir mal, wohin uns das führen wird. Das müsste jetzt eigentlich schon der richtige Weg sein. Ah, genau. Ja, okay. Alles klar. So, ich hatte übrigens gerade eben beim Reinladen gesehen, dass wir so 40% erreicht haben. Ich meine, gut, okay, das summiert sich natürlich auch mit allen sammelbaren Missile-Containern und alledem. Aber ich finde, das ist doch an sich schon eine gute Zahl, ne? Vor allem, wir haben an scannbaren Daten deutlich mehr. Bäh. Ist klar, dass ich jetzt mit euch ein paar Probleme habe. Bäh. Mögt ihr Bomben? Bombenstimmung hier. Anscheinend nicht. Ja, ich muss wirklich den Schlund treffen, ist das Problem. Boah. Ja, was ist los? So. Okay, den habe ich wohl beim letzten Mal nicht gescannt, als wir hier waren. Denn eigentlich waren wir ja schon mal hier. Luminous Inschrift entziffert. Bergung der Energie. Wir waren nicht gerüstet, einen langen Krieg zu führen. Die feindlichen Kräfte waren in enormer Überzahl. Wir suchten ein schnelles Ende des Krieges ohne anhaltende Gefechte. So entschieden wir uns, eine Vorrichtung zu konstruieren, welches die verlorene planetare Energie vom Äther der Finsternis zurückbringen würde. Ohne diese Energie würde die finstere Welt dahinscheiden und unsere Welt würde Stabilität zurückerlangen. Klingt aber nach einer gewagten These, um ehrlich zu sein. Da werde ich wohl lang rollen können, okay. Okay, habe ich Platz zum Rollen. Lalala. Aber ich muss hier hin. Und dann können wir endlich mal diese Bombenmulde nutzen. So. Okay. Ah, und ein kleines Präsent haben sie uns auch hinterlassen. Das ist schön. Und hier können wir das Ganze auch mal öffnen. Yay! Fortschritt! Natürlich kann man das ja auch wieder scannen, ist klar. Komponente gehören zu einem Wasserreinigungssystem. Filtermodul der Einheit hätte bereits vor langer Zeit ausgewechselt werden müssen. Automatischer Betrieb initiiert. Hauptsache, ich muss hier nicht rumplanschen, ne? La 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 la. Also ein bisschen was von dem Karussell. Okay. Wohin führt dieser Transporter? Zur geheiligten Festung. Ja, cool. Und ich habe schon befürchtet, ich müsste wieder einen riesen Umweg auf die Oberwelt einnehmen. Ne? Erhabener Tempel hier und da. Finenü. Aber nö, wir haben hier eine wunderbare kleine Abkürzung. Das ist doch schön. Super. Denn genau hier haben wir ja noch was zu tun. 3 Schlüssel warten noch auf uns. Geschweige denn, nein, ich sind es 2. Den einen haben wir ja. Und jetzt sind wir hier. Okay, Reaktorkern. Wartet mal ganz kurz. Kartenterminal. Ah ja, okay, hier sind wir jetzt. Und da sehe ich schon wieder einen Raum, den ich jetzt frei bomben kann. Wo ist denn das jetzt? Dynamoanlage. Hä? Ach, 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 bei meinem Lieblingsgegner. Okay. Da haben wir noch so einen schönen Raum. Da haben wir auch ein schönes kleines P. Okay. Wenn wir den
den Turm von Babel. Ich nenne ihn jetzt einfach so. Okay. Alles klar. So, sind ein paar Gegner hier? Ja, sicher. Ja, sicher. Geh kaputt. Danke. Hinterlässt auch schön Energie, das finde ich super. Finde ich ganz toll. Da sind schon die nächsten. Lalala. Und ups. Oh, das sind zwei. Der eine hat jetzt keinen Kopf mehr, der andere keine Beine mehr. Und die setzen sich natürlich zusammen. Okay. Warte mal, ich sollte mich anders polarisieren, wenn du schon hier so... Ne? Was ist das? Powerbombe. Ach so. Okay, lesen wir mal dieses Graffiti. Torvus Feld. Okay. Naja, wir hatten schon den Eintrag, das Argonfeld. So dann richteten die Ink ihr Augenmerk auf den Sumpf von Torvus. Eine gewaltige Streitmacht belagerte den dortigen Tempel. Tausende und Abertausende von Ink wurden durch unsere Kriege gerichtet, und doch riss der Strom nicht ab, bis kein Luminos mehr da war, der Torvus hätte schützen können. An diesem Tag wurde die Energie von Torvus zum Äther der Finsternis entführt und unsere Hoffnung zu überleben versank in der Dunkelheit. Ja, wie gut, dass wir das jetzt neutralisiert haben, dass wir das jetzt ne, wieder rückgängig gemacht haben. Hier haben wir wieder ein akustisches Sichtgerät. Brauchen wir. Hä? Hat hier was geknallt? Ach, da oben ist ein Geschütz. Hinter dem Panzerglas. Und hier haben wir eine Drohne der Verwalter-Serie. Abtrünnige Wartungsdrohne. Drohne wurde entworfen, um eine zylindrische Kammer mit Magnetschienen zu bewachen. Die Schienensysteme sind in Boost-Jump-Distanz angeordnet. Möglicherweise haben die Luminos mit Boost-Technologie experimentiert. Möglicherweise. Kommen wir da rein. Kommt man denn da rein? Von oben vielleicht? Oh, ich sehe einen Missile-Container. Das sieht aber... Ja, gut. Versuchen wir es mal. Ich gehe das mal ganz geduldig an, weil hier habe ich nicht so eine permanente Bedrohung wie beim letzten Mal. Gutes Timing. Ja. Und Mr. Container erhalten. Da hätte ich mich jetzt eleganter fallen lassen können, aber jetzt haben wir immerhin 100 Schuss. Aber wie kommen wir jetzt da rein? Nehmen wir mal die da.
Also, die führt uns zu der Tür. Da hinten ist noch eine Tür. Achso, für den Lift. Die ist aber auch versiegelt. Jetzt ist die Frage, kann ich die hier irgendwie entriegeln oder... Na gut, ich werde so oder so hier später nochmal langkommen müssen. Sobald ich dieses akustische Sichtdingsbums habe. Dingenskirchen irgendwas. Ach so, ich hätte den Darkbeam vielleicht nochmal verwenden müssen. Den Dark Visor. Sieht man dann vielleicht irgendwie was? Ja, nö. Alles nur grau und grau. Keinerlei Verfärbung. Dann kommt das eben auf die später zu erledigen Liste. Ich lasse den Visor am besten auch mal an. Hier ist noch was drin. Was ist denn das da? Powerbomben-Container. Erhöht die Kapazität der mitführbaren Powerbomben. Ja, cool. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da ran? Oder sah da irgendwas verdächtig aus? Nee, ne? Kann man auch nicht so ganz gut reinsehen. Ich sehe auf jeden Fall zwei Portale. Ah. Eine Schiene, ich muss da irgendwie rein. Hier haben wir ein kaputtes Glas. Panzerung ist durch die schwere Bestrahlung, Strahlenbelastung dieses Bereiches strukturell geschwächt. Von daher ist es sehr angenehm, hier zu sein. Das minderwertige Densium im Rahmen befindet sich im langsamen, aber konstanten Verfall. Densium, hä? Ich habe mal gehört, das kriegt man mit Powerbomben kaputt, genauso wie Bendensium. So, da gehen wir mal rein. Ich habe das Gefühl, dass ich das so machen muss, um überhaupt in den Container ranzukommen. Oh nein, ich habe ihn schon gesehen. Und er kommt natürlich auf mich zu, ist klar. Dunkler Inkzertrümmerer, von Finsterling besessene Sturmtruppe. Sturmdrohne, wollte ich sagen. Obwohl, der wäre bei den Sturmtruppen bestimmt auch sehr willkommen. Durch Inkbefall widerstandsfähiger Mechanoid. Objekt teilt die Empfindlichkeit aller Finsterlinge gegenüber Lichtenergie. Als die Ink herausfanden, dass sich auch intelligente Maschinen befallen und übernehmen lassen können, avancierten die mächtigen Ink-Zertrümmerer zu den bevorzugten Zielen der Horde. Die Drohne verfügt noch immer über alle ihre Waffensysteme, bodenerschütternde Faustschläge sowie Raketenwerfer. Im Kampf setzt der Ink-Zertrümmerer ein Energieschild ein, der je nach Konfigurierung vor verschiedenen Beamwaffen schützt. Die Abschirmung lässt sich mit Hilfe von Beamsystemen gegensätzlicher Polarität durchdringen. Aha. Davon merke ich gerade nichts. Ah, okay. Warte, Lichtenergie. Na doch, war richtig, war richtig. Jo, ist klar. Cool, ich habe ihn besiegt. Achso, Powerbomben. Hätte ich wahrscheinlich hier auch nutzen können. So, was haben wir hier Schönes? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Außer hier das eine Portal. Das nutze ich am besten mal. Ich glaube, das wird ein freudiges Hin und Her hier. Mit zwei Portalen in einem Raum. Zurück komme ich jedenfalls nicht. Außer durch dieses kleine Löchlein. Aha. Ach ja.
wie man sich doch so schnell in einer Sequenz satt sehen kann. Okay. Okay. Und da haben wir dich. Maximum auf anmitführbaren Powerbomben erhöht sich um ein Exemplar. Das ist aber geizig. Na gut, was will man machen, ne? Gut, dann haben wir diesen Raum jetzt erledigt. Mit Powerbomben komme ich dann zum Reaktorkern. Das ist an sich ganz gut. Ach, Moment. Da war ja, da war ja dieser eine Glaszylinder, durch den ich gelaufen bin. Und ich meine, ich habe da flüchtig mitbekommen, dass der auch aus Dentium gebaut wurde. Und wir wissen ja inzwischen, wie man das kaputt machen kann. Deswegen eile ich mal geschwind dahin. Ja. Wofür hat man die Kanone dahin gebaut? Muss man das irgendwie verstehen? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, ich bin jetzt total falsch. Ich hätte ja eigentlich da oben hingemusst, ne? Wo hätte ich denn jetzt hingemusst? Da hätte ich hingemusst. Kleiner Gyro? Ja, ich bin falsch. Hoch und dann auf 9 Uhr. Andererseits kümmern wir uns dann erstmal um Retzbett. Der natürlich seine Schilde hochfährt, ist klar. Und der nächste. Ah, schön. Neustart. Hä? Ich hab doch... Wieso hat er jetzt den Charge... Charge? Charge. Gut. Kleine Störungen kann man halt nicht hundertprozentig abwiegeln. Ein bisschen Energie nehmen wir ja auch noch mit. Aber es mit der Kanone hier wird auch noch irgendwie Sinn ergeben, denke ich mal. Vielleicht, wenn wir das Ganze hier vom Strom genommen haben. Oder eben andersrum. Polarisiert haben. Das wird schon irgendwie Sinn ergeben, hoffe ich doch mal. Hier ist noch ein Rätselbit. Ein rezessives Bit. Nein! Ja, hier kenne ich mich doch besser aus. Interessant, dass ich den vergessen habe zu scannen. Gut, dass ich das nochmal gemacht habe. Hallo? Kante? Doofe Kante. Hier werden natürlich Bomben geworfen. Die düse ich einfach mal weg. Mach auf. Laden. Beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da, siehst du? Tschüss. Diesen Zylinder meine ich. Diesen Tunnel. Und jetzt kann ich hier lang. Wo auch immer das hier, was das hier jetzt ist. Was ist das? System zur Verarbeitung von Lichtenergie.
mal dein Wirbeldings. Als ob du überhaupt den Platz dafür hättest. So, danke für die Energie. Das nehmen wir auch noch mit. Es scheint höher zu gehen. Okay. Und hier haben wir einen Transporter zu. Hagon. Sollen wir nach Hagon? Ich meine, okay, in Argon sind ja auch noch, glaube ich, einige blaue Sachen. Quatsch, gelbe Sachen, wollte ich sagen. Hier war doch irgendwo, glaube ich, auch eine gelbe. Da war ich gar nicht drin. Was ist das? Förderanlage? Wieso war ich da nicht drin? Hier ist der riesige Tempel. Da haben wir auf jeden Fall etwas Gelbes. Das wird vielleicht derselbe Lift sein. Da haben wir Grün. Bioenergiegewinnung. Hier hatten wir doch dieses komische Schalterrätsel, glaube ich. Mit den Plattformen, die ich rauf und runter schieben musste, um mir eine Brücke zu bauen, oder beziehungsweise eine Treppe. Aber was ist... War, hä? Ich überlege gerade, was das hier für ein Raum war. Hier ist ein Portal. Ach, da haben wir den Darkbuster her, ne? Kessel der Prüfung. Den Darkburst. Nicht Buster, Darkburst. Es müsste ja eigentlich auch einen Lightburst dafür geben. Den habe ich nicht. Kann sein, dass wir den jetzt kriegen. Ich habe keine Ahnung. Jo, hier haben wir das gelbe Ding. Das gelbe Ding ist entsichert. Geht's hier noch weiter? Nee, ne? Ich sollte hier noch ein bisschen gucken. Ach ja, genau. Ich musste auch noch die Schlüssel hier finden. Oh nein! Da ist ja noch was. Da ist ja noch mehr. Schlüsselsuche. Wollte ich hier hin? Soll ich hier hin? Da kann ich mich jetzt rüber schießen lassen. Machen wir das mal. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Ich weiß nur, der Timer wird gleich vibrieren. Ich hatte eigentlich auch nicht vor, nach Argon zu gehen, aber irgendwie scheinen uns die Wege ja dahin zu leiten. Also mache ich das jetzt einfach mal. Da haben wir noch den Energietank. Wie krieg ich den wohl? Erstmal, indem wir hier die Viecherchen ausrotten. Da werde ich nach oben kommen können. Geh weg.
Ja. Wow, es hat echt geklappt. Da hätte ich wahrscheinlich noch mal speeden müssen. Also kriege ich nur die Viecher platt. Nee, da gibt's gar nichts zu speeden. Es war ein Versuch. Es war einfach nur ein Versuch. Hi. Noch jemand? Oder? Okay, nur du. Ah. Huh? Was bist du? Gemeiner Kraler. Zum dimensionssprungfähige Lebensform. Kreatur ist zum Rückzug aus lokalem Raum-Zeitgefüge fähig. Lässt sich nur angreifen, bevor sie zum dimensionalen Sprung ansetzen. Ich kann dich aber auch am Leben lassen. Ich glaube, ich muss das hier nur wegsprengen. Ich habe keine Bomben mehr. Scheibenkleister. Hätte ich die mal bei dem Tunnelsystem nicht benutzt. Yay! So, komm. Okay. Oh, ein Müssercontainer. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber hey, immerhin. Wieder 5 Schuss mehr. Sonst ist ja nichts. Das sieht aber aus, als ob man da noch um die Ecke gehen kann. Täuscht manchmal so ein bisschen. Ah, nee, nee, nee. In der dunklen Dimension kann man da ran, aber hier nicht. Nee. Bisschen Muni. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder einen Weg zurückfinden. Danke. Also das mit dem Energietank, das behalte ich zwar im Hinterkopf, aber ich habe jetzt nicht so ganz den Ansporn daran, das jetzt sofort wieder zu versuchen. Vielleicht habe ich das sogar schon, ich weiß das gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon, dass ich das schon mal versucht habe und da genauso gescheitert bin, auf dieselbe Art und Weise. Und ja. Runterfalle? Nee, ne? Ja, dann bin ich ja wieder hier. Es geht ja immer weiter hoch. Immer weiter hoch.
Der Raum hat ja schon wirklich was, ja, was Zylindrisches an sich. Ja, wir sind wieder hier. Ich hätte dahin gemusst, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Na gut. Moment mal. War da was gelb? Ach so, das ist nur Deko. Ich dachte gerade, hä, ein Missile-Container? Da unter dem Gitter vielleicht? Ich glaube, ich werde paranoid hier. Immer so schön durch den Ring durchgeschossen. Tor! Loch? Nee. Viel zu klein für mich. Nee, da passe ich nicht rein. Das ist nur Deko. Gehen wir mal lieber hier lang. Tipp. Bist du... Genau. Das ist der Luminos, an dem ich zuletzt gedacht habe, als wir beim Himmelstempel waren. Mein Weg endet hier. In diesem Reaktor werde ich mich zu meinem gefallenen Gefährten Gistel zur ewigen Ruhe gesellen. Obgleich ich den Tod in Ehren erwarte, schwebt Schande in meinem Haus, bis der Schlüssel, den ich trage, seinen bestimmten Ort erreicht. Mögen meine Brüder diese Bürde übernehmen, sodass sich der Pfad zum Himmelstempel schließlich öffnen würde. Okay, das heißt hier, jetzt beim Reaktor. Das ist der Hauptreaktor. Das kann nur der sein. Biolagersystem. Darum wollte das Spiel, dass ich wieder hierher komme. Wegen diesem Hauptreaktor. Du armer Kerl. Aber ich sehe leider noch nicht genau, wo etwas... Da! Oh nein, ich kann ihn wieder nicht sehen. Nicht mal mit meinem Darkvisor. Das ist natürlich etwas ungünstig. Ja, hier ist auch die Magnetschiene. Die hier ist mir auch im Bewusstsein geblieben. Aber das hier ist doch jetzt einfach nur eine Enttäuschung. Ich weiß, dass er da ist. Ich sehe seine Silhouette. Aber ich kann mit dem noch nicht interagieren, weil irgendwas schon wieder gefehlt hat. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch wirklich Hohn. Spott und Hohn. Weil ich halt nur zwei Visoren habe. Jetzt mal abgesehen von der normalen Sicht habe ich ja nur den und nur den. Und ich gehe einfach davon aus, dass ich noch einen dritten im Spiel bekommen werde, den ich hier unbedingt brauche. Gut, mit anderen Worten, ich latsche jetzt zum Speicherpunkt, den wir schon sehr lange nicht mehr besucht hatten. Damals, als wir gegen Dark Samus gekämpft haben. Und ja, setze diesem Part jetzt ein Ende, nachdem er schon wieder länger geworden ist, als ich es eigentlich vorhatte. Ich hatte ja immer vorgehabt, hier 25 Minuten pro Part walten zu lassen, aber jetzt sind es, glaube ich, schon wieder über 35. es ist merkwürdig bei diesem Spiel. Es ist einfach nur merkwürdig. So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Gut, meine Lieben, trotz alledem sage ich danke fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten wieder ein und bis dann. Tschüss.